Ohlala, mein Respekt, dass du das Ziel geschafft hast, Ralfi. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ein drittes Mal wird es nicht geben. Oh mein Gott, er sitzt in Reifen. Ja. Aber gut, dass wir unser OP-Schmetterling setzen. Damit wir das hier den Kampf retten. Zack, Treffer und zwei abgewehrt. Das war perfekt. Zack, nichts getroffen. Oh, das läuft gut, das trifft uns. Bumm, noch ein Treffer. Wunderbar. Noch ein Treffer. Jawohl, weiter so. Immer weiter so. So, komm, 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 komm. Schaffen wir. Nein! Scheiße, zu spät. Rein ist, Schmetterlings Let's Spam funktioniert nicht, man muss es schon im richtigen Moment benutzen. Aber es macht es doch etwas einfacher als das Schwert. Ah, na wunderbar. Nee. Ich hoffe, ich bin da. Oh, oh, oh. Fliegt alles vorbei. Das ist gut, vielleicht. Na, doch nicht. Das war richtig gut. Genau, das war gut. Doppeltreffer. Zwei Treffer. Zack. Noch Treffer. Jawohl, wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn erneut besiegt. Uah. Wer kommt da raus? Eine Fledermaus! Ja, auf einmal können wir natürlich das Vögelchen auch in der Schattenwelt rufen. Ist klar. Vorher konnte man das natürlich nie die ganze Zeit, aber jetzt machen wir es auf einmal, ne? Okay. Dann machen wir ein Safe State hier an der Stelle und gehen dann in den letzten Kampf gegen Ganon. So. Ich muss jetzt sagen, an der Stelle hier wüsste ich jetzt noch nicht, wie er pettert. Grrr, wer hätte gedacht, dass du ein kleiner Scheiß wieder so fair macht. Ich kann es nicht glauben, dass du ein zweites Ich aber an ihm zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du ein Weiß erfunden. Das Trifor singst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über die Welt sein. Also, wie gesagt, ich wusste noch nicht, wie er pettert. Ich wusste nur, dass du irgendwie irgendwann dann. Okay, funktioniert das nicht, also müssen wir wohl den Silberbogen benutzen. Den Silberbogen haben wir ja extra jetzt für Aghanim bekommen. Ne, der kommt auch einfach nicht. Wir müssen ihn. Wir müssen halt den Silberbogen aufschießen, wenn er gerade seinen Teil damit da hat. Wenn er gerade seinen Teil nicht hat. Das ist ja auch zweideutig, der Buff halt seinem langen spitzen Ding. Oh, oh, oh. Ne, das ist unterbrechen. So, weg aus. Nichts. Okay, anscheinend musst du doch schon anlaufen. Nee. Oder? Ah, doch. Doch, 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 ich kann ihn treffen. Okay, dann weiß ich jetzt, wie ich ihn schaffen kann. Okay, müssen wir seinen Peter ein bisschen im Auge behalten. Wirft er jetzt? Jetzt hier, bitte, sich den Bogen hin und dann können wir ihn jetzt angreifen. Gut.
Treffer. Zwei Treffer sogar. Gut, gut, gut. Ich glaube nicht. Na gut, ich weiß, dass ich das jetzt einfach nicht schaffen, aber... Oh mein Gott. Fängt doch nur mit Feuer an. Gut. Zweimal treffen und wir sind tot. Puh. Okay, Safe State laden. Dafür habe ich mir den Safe State an der Stelle gesetzt. Ich meine, im Normalfall macht man an der Stelle tausende von Vorbereitungen und sich nochmal tränken und sowas alles. Ich brauche den Scheiß nicht. Ich brauche so einen Schnickschnack nicht. Ich arbeite dann mit Safe State halt. So, ab in die nächste Runde gehen. Jetzt wissen wir ja, wie er pettert, ne? Zumindest so halbwegs. Zack, Treffer. Zwei Treffer. Drei Treffer. Oh, hier. Das können wir gut. Hier kommen wir ganz oft zum Gegenschlag. Autsch. Hier scheint jetzt natürlich sein Feuerchen. Okay, in den Ecken des Raums sind wir sicher vor seinem Feuerchen. Das ist gut. Oh, jetzt schlägt er seinen. Warte, ich bin ganz Federn. Das ist scheiße. Autsch. Ja, weiter spielen wir nicht. Und da bin ich zu greedy geworden. Na wunderbar. Okay, Safe State da, nächster Versuch. Komm, das packen wir doch. Wir packen den doch. Ja, ist hier ein Geblabbel. Dein Geblubbel. Auch eh niemand. So, zweiter. Drei Treffer immerhin. Jawohl, jawohl. Vier Treffer, fünf Treffer. Jetzt macht er schon seine Feuerchen, das ist gut. Gut, jetzt kommen die Fledermäuse. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt gebraucht habe. So, lieber ein bisschen safe spielen. Ein Treffer ist besser als ein Treffer. Als getroffen werden, eher gesagt. Treffer. Scheiße. Jetzt geht das raus. Und jetzt hier nehmen wir ein Tränkchen. Ne? Ganz schnell ein Super Elixier. So. Nee, so mein Blumenpanager. Schade. Na gut, wäre auch zu einfach gewesen. Autsch. Fledermäuse. Autsch, scheiße, muss man da verpassen. Was ist der denn jetzt? Hey, lass das Licht in den Augen nicht kaputt machen. Scheiße, müssen die wohl schnell, ganz schnell umhalten. Scheiße. Scheiße, ey. Mensch, jetzt ran da. Ran da. Darf ich nicht dazu kommen? Nein, er macht den Raum weiter kaputt. Ganz schön tapfer, Junge. Aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Was macht er jetzt? Okay, es wird dunkel. Super-Exchen? Ja, komm, ich denke, Super-Exchen. Wir müssen jetzt noch herausfinden, wie der Bosskampf weiterläuft. Ob wir den jetzt komplett schaffen, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir den noch schaffen. So, Feuer, Feuer. Okay, jetzt ist er sichtbar. Ich bin jetzt hier oben. Ich mach mal den Silberbogen bereit. Okay, nur mit Silberbogen können wir ihn jetzt nicht angreifen. Ah, er wird so eisig und dann kann man ihn bestimmt mit einem Silberbogen treffen. Gut. Wissen wir das jetzt auch. Also, Feuer. Ah, scheiße. Nein, jetzt steht er genau davor. Ja, schnell Bogen schnappen. Jetzt geht er da runter. Nein, ich will sie dunkel. Nein. Boah, das ist mega schwer. Mega schwer. Ja, jetzt steht er da unten wieder.
Okay, wir haben ihn jetzt einmal getroffen. So. Vorher wieder mal ausweichen. Ja, wunderbar. Silberbogen schnell schnappen. Ja, schaffen wir aber nicht ganz. Guckt euch unser Leben an und so weiter. Links oben. Scheiße. Okay, nächster Versuch. Den werden wir aber dann packen. Den müssen wir einfach packen. Jetzt wissen wir ganz genau, wie er tickt und so weiter und funktioniert. Und jetzt können wir ihn eigentlich schaffen. Ja. Mach los. Leg los. Soundspur ist noch sehr älter, nach Synchronisation ist es halbwegs synchron noch die ganze Zeit. Ist jetzt wohl nur noch ein einziges Mal getroffen, das ist gut. Und wir treffen jetzt mal gut. Ja, bald verfolgt uns das Teil. Okay, er fängt mit dem Feuerchen an, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, dass wir schon ziemlich weit fortgeschritten sind im Kampf. Fledermaus. So. Autsch. Ah, da bin ich ein bisschen zu greedy. Ich will jetzt nämlich ganz schnell machen. Wir schnappen uns ein super Elixier. Einfach komplett aufzufüllen, ne? Scheiße, haben wir schon wieder von zwei Fledermaus aufpassen. Bums. Kann ich der die erste, den ersten Boden? Oben. Links. Jetzt oben. Okay, und. Nee, wir haben auch weiter kaputt, Scheiße. Lass du das? Was ist das, du Scheiß? Arschloch. Der letzte Teil des Hammers. Noch mehr Fledermäuse. So. Ja, noch ein Super Elixier haben wir ja noch übrig. Das dürfen wir jetzt gerne schaffen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das jetzt geschafft habe oder ob ich es dann erst geschafft habe. Silberpfeile. Jawohl, erster Treffer. So, jetzt ganz schnell Feuerchen. Geht runter. Und schießen. Nein, das war zu spät. Scheiße. Ah, sehr knapp. Das war unten, wie ihr gesehen habt. Vielleicht wird er jetzt nochmal von oben. So. Nein, wieder nicht. Ganz knapp nicht geschafft. Scheiße. Komm, den will ich jetzt aber packen. Puh. Zack, zack. Und den Silber oben. Nein! Nein! Okay, nächste. Ach nee. Scheiße. Nein! Nächste Runde mit anzünden. So, komm, das schaffen wir jetzt. Komm. Da bist du. Jawohl, zwei Treffer. Ich weiß nicht, wie viele der schluckt. Müssen wir schaffen. Keine Ahnung, das schaffen wir. Puh. Boah. Nee, komm, jetzt gucken wir noch das letzte Super-Elixier. Das müssen wir jetzt schaffen. Komm. Das schaffen wir doch wohl. Mana ist wieder voll, Leben ist wieder voll. Das schaffen wir. Wir müssen ihn noch zwei oder dreimal treffen oder sowas. Der ist kurz vorm Tod. Sonst wäre der jetzt nicht so hammer schwer. Punkt.
Nein! Schwack! Das war knapp. Nein! Wieso hab ich den da so lange gezögert? Achso, nee, genau, der wollte da irgendwie das nicht richtig abdrücken in dem Moment. So, okay, Feuerstart. Fuck. Silberbogen reinlegen. Und nach unten. Jawohl! Dritter Treffer. Wie viel frisst der denn? Komm, 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 das schaffen wir. Jawohl! Wir haben geschafft! Puh! Wir haben Ganon besiegt. Ganon ist tot. Jawohl! Das Mistvieh Ganon ist tot. So, darum geht's irgendwie weiter. So. Ja, jetzt kommen wir quasi noch ein bisschen Abspannung an, ne? Sei willkommen, Alfie. Ich bin das Wesen des Trifos. Die goldene Macht. Gerne habe ich den da vorgelesen bei der ersten Aufnahme. Das Trifos wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es bemüht. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Trifos. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwand. Das Trifos ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Trifos mit deinem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Die Rückkehr des Königs Hyrule's Schloss. Oder Hyrule. Ich sage, es ist Hyrule. Der gute Priester in der Kathedrale, er lebt noch. Zahasralas Heimkehr. Wie ich am Anfang bin ich damit überhaupt nicht klargekommen mit dem Namen. Vielleicht erinnert ihr euch. Die Geier in der Wüste, die kreisen immer noch weiter. Oben herum. Der Ball und sein Freund. Vielleicht erinnert ihr euch aus der Schattenwelt, die beiden, die wir am Anfang da getroffen hatten. Ich meine, die erkennt man jetzt auch hier noch wieder. Jetzt, wo wir aus der Schattenwelt zurück sind. Dein Onkel ist genesen. Und dein Zuhause. Sind wir wieder bei der... Oh, guckt euch mal den Waffenunterschied an. Ich glaube, wir sind ein bisschen stärker. Flossen zu verkaufen am Zoras Wasserfall. Die Hexe und ihr Schüler beim Magie-Shop. Die zwei Holzfäller bei der Holzfällerhütte. Ja, mit denen hat man nicht wirklich viel zu tun, ne? Wir haben die irgendwie mal angesprochen oder sowas, sonst haben wir nicht viel gemacht. Der Junge spielt Flöte auf der Waldlichtung. Ach, ist das schön, sind die beiden wieder vereint. Der Vater und sein Junge.
Die Königin der Feen beim Brunnen der Wunder. Die beiden wackeren Schmiede, denen haben wir unser Schwert Level 3 zu verdanken. Und die Dorfbewohner in Kakariko. An den Typen, der da zuwinkt, an den erinnern wir uns auch noch. Wir sind ja hinterhergelaufen mit dem Turbo-Treter. Ach ja. Winke, winke. Der verehrte alte Mann am Todesberg. Winkel. Der Dieb in den Wäldern. Und das Masterschwert. Es ruht wieder. Für immer. Wie wir aus späteren Zelda-Teilen kennen, ruht es leider nicht für immer. Es wird wohl wieder gezückt werden müssen. Genau. Und damit kommen wir in den Abspann. Ja, alles in allem ein wunderschönes Let's Play, ein wunderschönes Spiel. Es war richtig hart und es hat auch gezeigt, alte Spiele sind auch noch richtig, richtig schwer und haben auch noch ihren Anreiz. Es ist schwer. Ihr habt es ja gesehen, wie oft ich gefailt habe und ich bezeichne mich eigentlich schon an vielen Stellen als ein Zelda-Spieler, der es auch eigentlich gewohnt ist, gut zu spielen. Also, ich glaube, schon einige Legend of Zelda-Spiele gespielt. Und das war bei weitem das härteste von denen, welches ich gespielt habe. Die neueren sind etwas einfacher geworden, haben dafür aber ein paar interessantere Rätsel. Das hat hier sehr eindeutig seine Stärke darin, in den schweren Bossfights und sowas. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Ich fange mal damit an, was als nächstes in Projekten ansteht. Als nächstes steht Torchlight 2 Together mit Mrs. Littleton an. Und ein weiteres Let's Play, was mir das Spiel jetzt seit 2 Tagen auf der Platte liegt. Aber das Spiel hat es unbedingt verdient, dass ich es ziemlich früh Let's Play. Es ist nämlich FTL, Faster Than Light. Ein ziemlich schön gemachtes Spiel und ziemlich günstig auch und ihr werdet halt sehen, sobald die ersten Folgen rauskommen. Es macht irgendwie, macht es zumindest spielensüchtig, ob es jetzt Let's Playen sich gut desplayen lässt, weiß ich nicht, aber das werden wir ja dann sehen. Ansonsten noch, um dieses Let's Play ein bisschen in der View passieren zu lassen. Dieses Let's Play war ein wirklich schönes Let's Play. Es hat, zwischendurch habe ich mal ein bisschen die Lust dran verloren, das hat man auch gemerkt, als ich eine längere Zeit hier aufgenommen habe. Es gab jede Menge Probleme zwischendurch mit dem Aufnahmeprogramm und sowas alles. Ich habe über Streams aufgenommen und sowas in richtig miserabler Qualität. Ja, aber letztendlich ist das jetzt alles mehr oder weniger egal. Es hat ja alles jetzt gut gelaufen, gerade zum Schluss hin. Habe ich immer in mehreren Aufnahmesessions dann wirklich lange durchgeknallt, damit ich ja mehrere Folgen am Stück bekomme und auch mal vorankomme. Und ja, dass ich ziemlich viel gesafe-stated habe, tut mir dann auch an der Stelle ein bisschen leid. Aber es war einfach jetzt auch dafür da, um mich selbst vor unglaublichen Frusterlebnissen zu bewahren, dass ich da absolut nicht mehr weiterkomme. Denn, ja, was Frust angeht, da hatte das Spiel mir dann doch ein bisschen was gebracht. Nicht zu knapp, also das war schon ganz schön heftig. Ach ja. So, ich weiß jetzt nicht, was ich noch 2 Minuten 32 lang gequatscht hatte in der Originalaufnahme. Ich verabschiede mich jetzt in dieser Nachvertonung. Ja, bedanke mich nochmal herzlichst fürs Zusehen über mittlerweile jetzt bald über ein Jahr. Über ein Jahr saßen wir jetzt hier dran. Ja, hier der Spielverlauf, wie oft wir wo gestorben sind. 13 Mal sind wir im Wüstenpalast gestorben. 8 Mal im Bergturm.
12-mal im Skelettwald. Ach du Scheiße. Also insgesamt 51-mal sind wir gestorben. Ich glaube, das können einige von euch besser. Aber na gut, das war ein Let's Play. Ich habe es zum allerersten Mal gespielt und ich glaube, man kennt es jetzt auch ein bisschen einfach. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann in dem kommenden Projekt nochmal wieder. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Projekt, hoffentlich. Ciao, ciao.